Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Legend of Zelda Twilight Princess zum Finale der Wüstenburg. Wir drehen jetzt dieses Ding hier richtig schnell. Na gut, so schnell muss ich jetzt auch nicht drücken, aber ja, wir drehen dieses Teil hier, wodurch sich diese wunderschöne Wand dreht und uns Einlass gewährt zum Boss. Ist doch schön. Dann wollen wir mal. Ja, er dreht sich leicht mit. Also keine Ahnung, wovon das so richtig abhängig ist. Ob er sich jetzt mitdreht oder nicht. So. Ihr habt gesehen, da unten ist eine Plattform. Auf die müssen wir. Hier ist aber nochmal so eine... liebe Heilfee. Falls wir die haben wollen. Brauchen, wie auch immer. Und von hier kommen wir auf diese mittlere Plattform. Oder auch nicht. Wenn er sich nicht festhalten möchte, ist das auch in Ordnung. Wofür ist das Ding denn? Warum kann ich mich da... Wow. Ist ja echt hilfreich. Okay, nein. Wir begeben uns jetzt nochmal nach oben, machen es richtig und dann ist gut. Okay, okay. Springen wir hier ab und fliegen rüber. Passt. Bevor ich jetzt mich da sonst wegen katapultiert habe, bin ich nochmal abgesprungen lieber. Und wir drehen und wir drehen und wir drehen immer weiter. Oh yeah. Dadurch erschaffen wir eine komplett neue Rollbahn. Mit dieser komplett neuen Rollbahn kommen wir höher als jemals zuvor. Wir erreichen damit den Raum des Bosses. Des Dungeon Masters, wie auch immer. Einer der interessantesten Bosskämpfe in diesem Spiel, muss man wohl sagen. Ja, ich gucke auch mal Frank durch die Gegend. Da unten liegt ein Skelett-Dingi. Hi! Hi, du! Santo! Kaum zu glauben, dass du den Weg hierher überlebt hast. Man nennt dich nicht umsonst den rechten Helden. Und doch, welch ein Jammer. Wirklich bedauerlich. Warum machst du das so schnell? Dies wird leider das letzte Mal sein, dass wir uns begegnen. Bin aber wieder weg. See ya. Böses Schwert ist scheinbar böse. Kann ich nicht einfach den Raum verlassen? Ich hab keine Beine. Riesenfossil-Bestie Skeletulor. Weil Skeletor schon vergeben war. Nun ja. Alles, was wir machen müssen, ist mit genügend Geschwindigkeit dagegen knallen. Und dabei auch noch den A-Knopf drücken, fällt mir so ein. Macht so einen Teil der Wirbelsäule ziemlich brüchig. Das war natürlich jetzt echt ein fair Spiel. War ja grandios. Ernsthaft? Volle Kanne dran vorbei, aber doch gut. Da trinken wir auch noch irgendwann hin. Glaubt's mir.
weiß, es ist ein bisschen kompliziert und sieht ein bisschen doof aus manchmal, aber das geht schon irgendwie. Früher oder später sind nämlich alle von diesen Skeletten weg. Au. Haha! Gewonnen, so einfach war das. Dann gehen wir mal nach Hause. Ja, aber kein mächtiges Zauberschwertchen, also meine Güte. Besiegt durch einen Kreisel. Ich meine, seien wir doch mal ehrlich, das ist doch traurig. Ja. Jetzt ist nur noch ein Kopf. Naja, ich gehe da mal wieder. Wo ist denn hier der Ausgang? Ah, da ist der Ausgang. Okay. Natürlich toll, dass das unbedingt den Sand ablassen musste. Nicht hilfreich spielen. Das tut man nicht alles, um wieder nach oben zu kommen. Sogar Kreisel drehe ich. Nur um nach oben zu kommen. Wie komme ich da? Wow. Du kannst fliegen. Na toll. Okay. Okay, klar, es wäre ein sehr... viel zu leichter Kampf gewesen, wenn wir jetzt schon gewonnen hätten. Guckt euch mal diese Geschwindigkeit an, mit der wir fahren. Meine Güte. Ja, zum Glück haben wir hier eine ziemlich gute Sprungkraft, muss man ja mal sagen. Ja, dann wollen wir mal die Quelle dieser finsteren Magie vernichten. Dieses Schwert. Ich würde schon sagen, willst du auch nochmal irgendwann aufstehen, oder? Ja, damit es nicht zu einfach wird, sind natürlich jetzt auch noch Stachelfallen angebracht. Ich weiß gar nicht, ob die sich mitbewegen oder ob die nur... ich sag mal, an der Stelle mehr oder minder verharren. Aber wir müssen auf jeden Fall Geschwindigkeit drauf haben, also müssen wir immer mal wieder hin und her springen. Relativ zügig, würde ich mal sagen. Sonst wird es halt nichts mit dem Einholen. Zumal wir ja mehr oder minder immer so eine ganze Ebene verlieren. Au. Das ist das Problem dabei. Dieser Ebenenverlust. Denn irgendwann... bin ich zu tief, um das Ding überhaupt zu treffen. Das ist das Problem. Also im Prinzip abspringen, wieder hinspringen, fertig. Mehr müsst ihr nicht machen. Sagt und macht sowieso immer direkt falsch, aber das ist halt so die Tatsache. Dadurch sollten wir jetzt genug Ebenen haben, um nah genug an ihn ranzukommen. War es das oder machen wir noch eine Runde? Kollege! Sieht gut aus. Warum auch immer er dahinter explodieren musste, weiß ich nicht, aber egal. Als Belohnung kriegt er ein besseres Schwert. Ja, oder auch nicht. Ich hätte mich gefreut. Aber okay. Nein, halt nicht. Ich hätte mich trotzdem gefreut über ein neues Schwert. Gehen wir, Komi. Der Schattenspiegel ist in greifbarer Nähe. Okay. Vorher holen wir uns aber noch die zweite Leiste unserer Energieleiste. Damit sind wir bei 11. Ja, bedenkt, dass wir nur mit 3 angefangen haben. Guter Fortschritt bisher. Doch ja, gefällt mir. Spiel speichern, ja. Falls uns langweilig wird, weil es relativ lange dauert, was jetzt passiert. Und 2 neue Herzen, seit ich
angefangen habe aufzunehmen. Das sind jetzt diese drei Videos. Also der ganze Dungeon halt in einem Durchgang. Ganz schön viele Löcher im Boden, hör mal. Ich liebe die Musik hier in der Wüste, ne? Okay. Die Spiegelkammer. Schön, ich sehe die Kammer. Jetzt sehe ich auch noch Monster. Ich sehe keinen Spiegel. Vier Stück. Fünf Stück? Jetzt werden wir aber lächerlich hier. Moment, du bleibst mal am Leben. Greift mal schön ins Gras. Beißt mal schön ins Gras, so. Und ihr beiden kommt mal schön zusammen. Na, ja, weniger gut. Schon besser. Schön. Würden sie mal auf den Gedanken kommen zu schreien, wenn auch nur einer ihrer Kollegen gefallen ist, dann wären die Viecher wirklich unsterblich, aber so... Pff, naja. Kreisen wir uns mal diese Statue hier entlang. Das wohl irgendeinen Effekt hat? Netter Turban übrigens. Die Säulen erheben sich, ha? Nicht schlecht. Ich hole jetzt aber bestimmt keinen Boss aus dem Boden, oder? Nee, sieht nicht so aus, ist gut. Da bin ich ja sehr beruhigt. Wie holt man das wieder? Also, wie versteckt man das wieder dann? Muss da auch eine Option geben, die Dinger wieder zu weit zu packen, oder? Ist ja nur so eine Frage, aber... Müsste das nicht irgendwie auch gehen? Bester Moment für einen Cliffhanger eigentlich, oder? Schreckliche Musik und dann Ende! In den Schatten lauert eine böse Kraft. Sie bringt uns Finsternis und Elend. Ihr Auserwählten, die das Schicksal hierher geführt hat, hört uns, ihr Träger des Siegels der Göttinnen. Wir sind die Weisen, die in Auftrag der Göttinnen Hyrule seit ewigen Zeiten über den Schattenspiegel wachen. Doch der Schattenspiegel, den ihr sucht, wurde durch böse Magie zerbrochen. Diese Magie ging von einem aus, der eine dunkle Kraft besaß. Sein Name ist... Ganondorf. Immer noch ein sehr unterhaltsamer Name. Mich hat immer dieses Dorf am Ende gestört. Naja. Er war der Anführer der Räuber, die in Hyrule eindrangen, um die Gewalt über die heilige Stätte zu erlangen. Da er über dunkle Kräfte verfügte und in Magie gewandert war, wurde er weithin gefürchtet. Nur eins war ihm nicht bewusst. Wer sich der Gefahr nicht bewusst ist, die außergewöhnlichen Kräfte mit sich bringen, entwickelt immer eine verborgene Schwäche. Doch. Du
Muss es wohl eine Laune der Götter gewesen sein, dass auch er über eine besondere Kraft verfügte. Jo, also mal wieder weggeschickt, so gesehen versiegelt, aber nicht vernichtet, wie immer. Tja, zurück bleibt nur das Gesicht oder die Maske, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Von einem der Weisen. Sein Hass und seine Gier verwandelten sich in einen dunklen Fluch. Und die dunkle Magie dieses Fluchs muss dann auf Zanto übergegangen sein. Jetzt wissen wir zwar, woher Zantos magische Kraft kommt, aber es ist schon viel zu spät, um noch etwas zu tun. Den Schattenspiegel endgültig zerstören kann nur ein anerkanntes Oberhaupt des Schattenvolkes. Jetzt aber hat Magie den Schattenspiegel zerbrochen. Seine Scherben warten überall in Hyrule darauf, wiedergefunden zu werden. Eines befindet sich auf eisigen Gipfeln. Eine ist in einem heiligen Hain aus alter Zeit. Die dritte findet sich irgendwo in den Wolken. Ihr seid von den Göttinnen auserwählt. Also wird es euch sicher gelingen, diese drei Scherben des Spiegels zu finden. Doch seid auf der Hut. Auch den Spiegelscherben wohnt magische Kraft inne. Okay. Dann besteht unsere neue Aufgabe wohl darin, die Spiegelscherben zu suchen. Auch mal wieder drei in dem Zusammenhang, da wir jetzt eine schon haben. Scherbe des Spiegels, der lichte und dunkle Welt miteinander verbindet. Erst wenn du alle Scherben hast, kannst du den Schattenspiegel durchschreiten. Und damit verabschiede ich mich von euch, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.